steht nur seltsame Maschinen. Ja, na, das ist der Grund für euer Scheitern. Schaut genau hin, sie sind kaputt, aber sie stammen vermutlich von einem anderen Planeten. Ach, ja, komm, das können wir ruhig mal. Okay. Einfach mal einen Vita-Trink gekriegt. Okay, das sind auf jeden Fall keine Möhren. Verdammt, wo kriege ich denn die Möhren her jetzt? Sonst muss ich zum Lebensmittelhändler mal. Ich habe so viele Nebenquests gerade. Das ist eine Nebeninnerhauptquest. Dann gehen wir mal nach da. Ja, wünsche ich dir auch. So, und schauen wir jetzt nochmal. Gibt es keinen Lebensmittelladen? Doch, da hinten. Ich glaube, mit blauen Kugeln haben wir wieder eine ganze Menge welche eingesammelt. Hier diese scheiß Kugel. Hey, it's a lot of water. So. Okay. Achso, nach da oben muss ich. An den fliege ich jetzt einfach vorbei. Hier aber keine. War ein paar Eier. Erstklassige Eier sogar. Ein paar Zwiebeln, noch mehr Zwiebeln. Wurzeln. Ah, was hast du ja? Okay, die hat nichts für mich. Achso, hä, das war ja auch in der Hauptstadt. Sehe ich gerade. Hätte hier gar nicht reinfliegen müssen. Das war jetzt ein Weg umsonst quasi. Und schwupp. Da ist der Händler. Kauf mal halt notfalls Möhren. Ich hoffe, dass der Möhren hat. Der hat keine Möhren? Doch, da. Komm, wir brauchen selber auch nochmal welche. Kaufen wir mal 8 Stück. Come back real soon. Dann haben wir definitiv genug Möhren. Ich hoffe, dass wir jetzt die... dass es halt jetzt nicht mehr so eklatant viele Nebenquests mehr werden. Weil ich möchte jetzt doch endlich mal nach Namek. Aber ich möchte halt auch keine Nebenquest verpassen. Weil, ja, wir können halt solche manche Sachen jetzt mit Son Gohan als kleinem Jungen
machen, die wir dann aber, denke ich mal, später nicht mehr machen können. Deswegen würde ich die halt schon gerne dann alle machen noch. Und wupp. Ab zum Renderteufel. Hi. Ich habe alles, Opa. Yep. Du kommst genau richtig. Ich bin auch gerade fertig geworden. Hier ist meine Ausbeute. Du sollst derjenige sein, der das deiner Mutter bringt. Kommst du nicht mit? Nee. Mir ist beim Einkaufen klar geworden, was deine Mama wirklich braucht. Nämlich nur dich und diese Lebensmittel. Vertrau mir. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was hier läuft, aber okay. Geht schon, du wirst es bald verstehen. Du hast alle benötigten Gegenstände übergeben. Meine, du hast dir die Mühe gemacht, das alles zu besorgen? Opa hat mir geholfen. Was du nicht sagst. Apropos Opa, wo ist er denn? Er hat gesagt, er braucht nur, du brauchst nur diese Lebensmittel und mich. Dann ist er nach Hause gegangen. Ha? Sieht ihm gar nicht ähnlich, einfach wortlos zu verschwinden. Moment, die Lebensmittel, die mag Son Gohan alle besonders gern. Papa ist klar geworden, dass ich etwas für Son Gohan kochen möchte und dann ist er gegangen, damit wir unter uns sein können. Oh, well. Ach, er hat ja so ein weiches Herz. Stimmt was nicht? Nein, alles in Ordnung. Wie wär's jetzt mit etwas zu essen? Ich werde dir ein Festmahl kochen. Ein Festmahl? Ja, wie wär's mit Curry, deinem Leibgericht? Curry? Oh Mann. Jetzt kriegt Son Gohan wieder was zu futtern. That was delicious. Okay, den ersten Teil ist dann sagt, den zweiten Teil. Ich finde auch lustig. Mann, das war köstlich. Ich krieg kein bisschen mehr rein. Weißt du, Son Gohan, bei dem Weltraumabenteuer kann ich nicht für dich kochen. Kommst du damit klar? Das klingt wirklich hart. Aber ich muss es schaffen. Hast du bei dem Gedanken, ins All zu fliegen, gar keine Angst? Ja. Nö, Krillin und Bulma sind doch dabei. Und außerdem verlassen Mr. Piccolo und die anderen sich darauf, dass ich sie zurückbringe. Du bist wirklich fest entschlossen, was? Ich glaube, du wirst die Erde da draußen ziemlich vermissen. Hey. Mach dir keine Sorgen um mich, Mama. Ich weiß, was ich tue. Du bist wirklich groß geworden, Son Gohan. Du magst zwar kleiner sein als ich, aber dafür hast du ein viel größeres Herz. Ach, Mama. Aber benimm dich anständig, auch wenn du mit Außerirdischen redest. Und vor allem, komm heil wieder. Klar doch. Okay, ich glaube, den Strang mit ihr haben wir jetzt größtenteils, hoffe ich, abgeschlossen. So. Dann können wir nämlich jetzt erstmal das Haus wieder verlassen. Ich glaube, hier haben wir ja keine Nebenquests mehr. Nope. Was lag denn da? Son Goku und Chi-Chi heiraten. Der Rinderteufel bereitet sich nach dem Kampfsport-Weltturnier auf Son Gokus und Chi-Chis Hochzeit vor, als urplötzlich sein Schloss in Flammen steht. Der Rinderteufel eilt zum brennenden Schloss, um das Hochzeitskleid von Chi-Chis Mutter zu retten. Nachdem sie die Flammen gelöscht, sowohl das Kleid als auch den Rinderteufel gerettet haben, heiraten Son Goku und Chi-Chi. Ja, sehr schön, dass wir das auch noch gefunden haben. Das hätte ich nämlich fast übersehen. Und zack, Weltkarte. So, jetzt haben wir hier im Kami-Haus noch was. Und dann bei der Capsule Corporation. Und ich hoffe, dass es dann wirklich, wirklich, wirklich nach Namek geht. Aber es ist klar, dass, ich glaube, allein die Hauptstory hat ja um die 40 Stunden. Dass da natürlich auch die Nebenquests mit reinspielen, unter anderem. Hey, was für Kurven. Krillin ist ein bisschen pervers, aber nicht so pervers wie Muten Roshi. Hello? Hi Krillin. Son Gohan? Was machst du? No. Das dauert ziemlich lang, bis wir auf Namek sind, oder?
Nein, ich habe erforscht, wie wir auf den Reisen dorthin trainieren können. Haha. Das hast du gemacht, aber... weißt du was? Ich habe eine neue Trainingsmöglichkeit für uns entdeckt. Die ist mir gerade eben eingefallen. Wirklich? Sie nennt sich Trommelwirbel. Geistige Simulation. Geistige Simulation? Aber das habe ich schon mal gemacht. Ja, aber ganz allein, oder? Ich rede davon, dass zwei Leute das machen. What? Zwei Leute? Du meinst, das ist möglich? Yeah. Ja, versuchen wir es doch sofort mal. Okay. Ich glaube, er hat es mir wirklich abgekauft. Puh, gut, dass ich mir das vorher schon ausgedacht hatte. Läuft bei ihm. Okay. Wilde Fantasien. Ja, kann man auch anders verstehen. Los geht's, Songguan. Alles klar, was soll ich tun? Bereit? Zuerst müssen wir die Key-Stufen anpassen. Das dürfte für dich ja mittlerweile kein Problem mehr sein, oder? Okay. Ja, in etwa so, oder? Ja, ganz genau. Als nächstes müssen wir uns den jeweils anderen so gut wie möglich vorstellen. Das ist das Wichtigste. Konzentration. Konzentration, alles klar. Okay, versuch jetzt dir mich vorzustellen. Okay. Krillin. Ich muss mir Krillin vorstellen. Oh ja, ich kann mir seinen glänzenden Kopf vorstellen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Obwohl andere auch glänzende Köpfe. Hey. Das war Nappa. Was zur Hölle stellst du dir gerade vor? Tut mir leid, ich war irgendwie abgelenkt. Wie meinst du das irgendwie? Du bist total abgelenkt. Naja, tja, beim ersten Mal habe ich es hinbekommen. Meine Güte, Songguan, du machst mich echt fertig. Auf jeden Fall konntest du dir ein Bild vorstellen, also versuch dagegen zu kämpfen. Verstanden? Okay. Also muss ich jetzt gegen Nappa kämpfen, okay. War ja klar, dass der Pisser ausweicht. Bam. Okay, klappt gerade ganz gut. Ich glaube, ich hatte mit Nama schon weitaus größere Schwierigkeiten. Haben wir den Nappa sehr easy platt gemacht, im Geiste zumindest. Puh. Du bist echt anstrengend, weißt du das? Unglaublich, dass du diesen Saiyajin anstatt an mich gedacht hast. Tut mir leid, ich konnte nicht anders. Aber ernsthaft, warum ausgerechnet er? Und warum musst du dich überhaupt darauf konzentrieren, dass ich eine Glatze habe? Sehr geil. Tut mir leid, Krillin. Das ist das Erste, was ich mir in den Sinn komme, wenn ich an dich denke. Was ist mit Tenshinhan? Der hat auch eine Glatze, seufzt. Ja, also dann nochmal. Versuch dieses Mal, dich auf mich zu konzentrieren, in Ordnung? Hi! Okay. Gut, versuch jetzt, dir mich vorzustellen. Jetzt bin ich mal gespannt. Krillin... Na los, auf Krillin konzentrieren, auf Krillin konzentrieren. Ich hab's geschafft. Super, ich wusste, dass du es drauf hast. Okay, noch eine Runde. Je mehr wir in unserem Geist kämpfen, desto mehr gewöhnt sich unser Geist daran. Hi. Okay.
Okay, dann kämpfen wir jetzt nochmal gegen Krillin. Oh, wow. Alter Schwede. Wer hat das denn gemacht? Das war volle Power. Okay, das gab eine ziemliche Welle. Alter! Krillin, du Pisser! Sehr schön, haben wir einen platt gemacht. Und ist es immer noch ein S-Rang geworden? Puh! Also, was meinst du, Song Guan? Das könnte man doch auf dem begrenzten Platz eines Raumschiffs hinkriegen, oder? Okay. Ja, auf diesem Raumschiff können wir uns nicht großartig bewegen, in unserem Geist aber schon. Ich weiß, ich weiß. Wäre es okay, nochmal zu üben? Ich will nur sicher sein, dass ich es verstanden habe. Haha, Mann, du nimmst das ja wirklich ernst. Klar, wir können das so oft machen, wie du möchtest. Vielen Dank, Krillin. Okay, also... Ich wette, Son Gohan kann Chi-Chi für seine Reife danken. Das Kind kommt auf jeden Fall nicht nach Son Goku. Also, was soll ich nach dem Training machen? Vielleicht könnte ich in diesem Buch weiterlesen. Hoppala, darüber kann ich jetzt nicht nachdenken. Ich muss mich konzentrieren. Muss ich jetzt nochmal gegen ihn kämpfen? Ich muss mir Son Gohan vorstellen. So süß, so gut gebaut. Wow, was für eine Schnitte. Krillin? Hey. Hehe, aha, hä. Wieso schaue ich mir ein Mädchen an? Das ist mein Bild, das ist, ich weiß, das Mutenroshis Bild, es drängt sich in meinen Geist. Dem alten Knacker ist einfach nicht mehr zu helfen, was? Aber Mutenroshi ist gar nicht in der Nähe. Wie? Krillin? Nun ja, Mutenroshi ist so gut in den geistigen Simulationen, dass er sein Bild aus der großen Entfernung erzeugen kann. Mhm, ist klar. Krillin? So ist es halt, unser Mutenroshi. So ist er halt. Ja. Krillin? Tut mir leid, aber ich kriege dieses Buch von vorhin einfach nicht aus dem Kopf. Ah, das war also diese Art von Buch. Du siehst ja eine Seite, was? Du siehst ja da eine Seite an mir, die ich eigentlich verbergen wollte. Du musst vor mir nichts verbergen. Aber du hast schon ein bisschen den Respekt vor mir verloren, oder? Ich hatte gehofft, mein cooles Mentoren-Image aufrechterhalten zu können. Deswegen machst du dir Sorgen? Eigentlich sehe ich ihn eher als trotteligen und stark an nicht. Was? Eigentlich sehe ich ihn eher als trottelig und stark an, nicht als coolen Mentor. Ja, coolen Mentor würde er auch, glaube ich, eher Piccolo nennen. So, sehr schön. Haben wir das auch? Och, jetzt auch nicht. Ich habe hier noch eine Nebenquest. Och, Leute! Werden wir jemals nach, wenn wir jemals nach Namek kommen? Son Goku und Chi-Chi begeben sich zu Mutenroshi Insel, um den Bancho-Fächer auszuleihen, den sie benötigen, um das Feuer auf dem Bratpfannenberg zu löschen. Chi-Chi kann kaum glauben, dass Mutenroshi ein starker Kampfkünstler ist, und versucht ihn auf die Probe zu stellen. Sie will ihn unvorbereitet erwischen, indem sie ihre Helmklinge auf ihn wirft. Doch der alte Mann hält diese umgehend mit seinem Stab auf. Leider zerbricht der Stab und die Klinge kommt mit seinem Kopf in Berührung. Ja, das war auch sehr lustig. Hallo? Hallo Schildkröte. Oh, hallo Son Gohan. Stimmt was nicht?
Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht beunruhigen. Verzeih mir. Ich mache mir nur Sorgen wegen unserer Lebensmittel. Die sind alle weg. What? Wirklich? Sie sind alle weg? Ja, Muten Roshi meinte, er würde Son Goku einige davon geben, aber letzten Endes hatte er ihm alle gegeben. Mein Papa? Denke jetzt aber nicht, ich würde deinen Vater dafür verantwortlich machen. Muten Roshi hat es nur ein bisschen übertrieben. Yes. Aber wenn man mitten auf dem Meer lebt, wird es schwierig, wenn ich Lebensmittel bestelle, habe ich keine Ahnung, wann sie hier sind. Ich kann gar nicht glauben, dass er meinem Papa alle Lebensmittel gegeben hat. Ich sollte ihm helfen. Ja, machen wir doch mal. Ein harter Cut für die Schildkröte. Ja? Möchtest du, dass ich dir Lebensmittel besorge? Oh, ich will dich nicht belästigen. Immerhin ist es ja mein Papa, der alles aufgegessen hat, oder? Ich kümmere mich drum. Excuse me. Stimmt. Vielen Dank. Wenn ich ehrlich bin, verlaufe ich mich immer ziemlich schnell. Also ist es wohl am besten, wenn ich nicht selbst einkaufe. Also, was genau brauchst du? Yes. Gut, mal sehen. Reis, Ei und Königstomate. Mit ein bisschen Glück habe ich das sogar alles da. Oh. Leider wird eine Sache nicht einfach zu bekommen sein. Echt? Muten Roshi ist ganz versessen auf besondere Tomaten, die mittlerweile eine Art Spezialität sind. What? Hä? Wie soll ich die dann besorgen? Excuse me. Es gibt einen Bauern, der sie direkt von seinem Hof verkauft. Ich zeig dir, wo du ihn findest. Right. Alles klar, danke. Ich bin dann mal weg. Take care now. Pass auf dich auf. Uff, jetzt müssen wir schon wieder Lebensmittel besorgen, ey. Ja, Reis habe ich genau 7. Wow. So. Und es ist natürlich nicht mal in dem Gebiet hier. Das heißt, ich muss natürlich wieder in die Weltkarte. Soll aber hier sein, oder? Warte mal, bleiben wir nochmal hier drin. Ist das das Ding hier? Weil da blinken die nämlich komischerweise. Fliegt da mal erst hin. Weil eine Markierung habe ich leider jetzt wirklich nicht bekommen. Weil da steht nur, sammle alle als Son Gohan Vorräte. Da steht jetzt leider nicht genaues. Aber wir sind eigentlich nur Apfel. Bäume. Hier ist ja auch kein Bauernhof. Es sei denn, wir müssen dahin. Ich denke, ich kann das handeln. Naja, Son Gohan, du musst jetzt gerade nicht kämpfen. Ich hoffe, dass wir es da vorne kriegen, weil sonst werde ich mal zur westlichen Hauptstadt fliegen. Weil da habe ich zwar eine Nebenquest, aber das ist eigentlich die Nebenquest von Bulma. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es bei ihm kaufen kann. Kaufen. Okay, der hat schon mal nicht das, was ich will. Ach, das war auch der falsche Händler. Was ist denn mit ihr? Hey there.
Da draußen ist es recht kühl, könnte ein guter Tag für einen Strandspaziergang sein. Wenn es aber noch heißer wird, muss ich wohl meinen Badeanzug rausholen. Okay. Feel free to browse. Dann gucken wir mal, ob er das vielleicht hat. Nö, er hat's auch nicht. Ach wow, ich will doch... Ah, ich habe versehentlich Stückzahlen reingehauen. Okay, das mache ich, glaube ich, besser mit dem Steuerkreuz. Ne. Wo kriege ich denn das Zeug jetzt her? Got it. Welcome. Thank nee, die kocht nur. Und was ist mit dir? Hello there. Angelplätze. Ja, bringt mir herzlich wenig. Ich glaube, ich muss mal wirklich. Ich flieg mal wirklich zur westlichen Hauptstadt. Mann. Aber hier steht nichts. Wir fliegen mal zur westlichen Hauptstadt. Mal gucken, ob das was bringt. Vielleicht bringt uns das was. So. Warte mal, ich werde mal aus der westlichen Hauptstadt rausfliegen selber, damit ich die ganze Karte angezeigt bekomme. Aber hier ist auch nichts extra markiertes. Also muss es, wenn, in der westlichen Hauptstadt selber sein. Ja, das ist das größte Haus, was du siehst. Das ist Bulmas Haus. Das wirst du ja wohl eigentlich ohne Probleme hinkriegen zu finden. Aber er hat dieses Zeug... Die Tomaten auch nicht. Wo krieg ich die scheiß Tomaten jetzt her? Ich bin jetzt echt was verwirrt gerade. Ich kann ja erstmal hier die Nebenquest machen. Son Gohan, mit dir wollte ich reden. Was ist los, Olong? Okay, die Sache ist, ich habe gerade was echt Abgefahrenes gesehen. Abgefahren? Ich habe Yamchus Geist in der Stadt gesehen. Yamchus Geist? Ist das dein Ernst? Ich glaube, ja, glaubst du, ich würde bei sowas lügen? Ja, naja, vielleicht. Der Geist sah nicht nur wie Yamchu aus, er hat auch mit lauter Mädchen geflirtet. Oh, ich verstehe. Selbst als Geist ist er ein größerer Formschwan als ich. Und überhaupt, ich habe noch nie einen Geist gesehen, weshalb ich gerade völlig ausflippe. Also, Son Gohan, mein alter Freund, könntest du mal schauen, ob es wirklich Yamchus Geist ist? Hä? Yamchu ist tot. Er ist gerade bei Meister Kaio. Aber gut. Ich habe ihn beim Park südlich von hier gesehen, aber sei vorsichtig. Okay, ja gut, das ist... Ich muss Respekt zeigen. Also da ist zumindest die Markierung, wo Yamchus Bild ist. Moment, ist das wirklich Yamchu? Vielen Dank, dass du Zeit hast, dich heute mit mir zu treffen. Ich hatte wirklich Spaß. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie bist du heute so ein Gentleman. Ich bin nur höflich. Ein Mann sollte eine schöne Frau immer mit Respekt behandeln. Wenn du mich bitte entschuldigst, ich muss jetzt los. Er sieht wirklich wie Yamchu aus, aber irgendwie gar nicht geisterhaft. Ich sollte ihn lieber folgen, um sicher zu sein... Er ist wohl in diese Richtung gegangen. Ja, du siehst doch, wo er hingeht und...
Warum stehen die beiden Deppen da schon wieder? Ich hole mir aber erstmal hier die Kugel. Zack.